So, willkommen zurück. Ja. Und wir haben ja jetzt den neuen Skillrang erreicht, regular. Und haben jetzt nur Attack-Skills erstmal geguckt. Jetzt gucken wir mal nach, ob wir Sub-Skills kriegen. Und nein, kriegen wir nicht. Wir holen uns dafür einen passiven Skill nach. Ich würde sagen, als erstes Damage. Oder habe ich drei Slots schon? Ne, ich habe nur zwei. Also erstmal Damage. Und aktivieren. Sub-Skills kriegen wir erst ab A-Expert. Vital Charge. Heal. Naja. Gut. Attack Skills. Das passt ja. Den Course on Earth, den kriegen wir erst mit 28. Dann gibt es noch ein Skill bei Repentize, den Reverse Step. Den kennen wir halt noch nicht. Ich bin überlegen, ob ich den gerade mal kurz hole und einmal zu gucken, ob was das für einer ist. Aber mal holen. Scheiß drauf. Notfalls lösche ich den nachher. Dann gucken wir mal. Okay, er sticht so nach vorne. Boah, ab Expert gibt es drei Stück. Rapid Dash. Rapid? Hasen Dash? Hört sich ja witzig an. Shadow Step. Also Fade Step und Storm Slash. Okay. Naja, mal gucken. Oh, da gibt es immer mehr Skills. Also ich glaube, da muss ich ein paar alte Skills dann halt mal löschen. Aber auf dem. Was hat der denn? Hat irgendwas Spezielles? Dann hat der. Ah, der gibt Rage plus 1. Rage plus 1. Rage plus 1. Ah, okay. Das Komische ist aber, dass mein Rage noch nicht höher geht als 1. Muss ich dafür irgendeine Voraussetzung haben? Warte. Weil meine Flame Aura wäre jetzt Level 2. Und Glasrang ist ja bei mir schon Level 5. Dann nehme ich den Battle Style. Naja, egal. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Questen. Wir sollen nach Bloody Ice. Achso, den neuen Skill, den wir gerade gekauft haben, den können wir auch gleich mal in die Leiste ziehen. Gucken, wie er bei den Mobs wirkt. Okay. Ah, wir haben ja Level 30 erreicht. Ich muss ganz schnell nach Green Despair. Meine normale. Also, wenn ich das jetzt nicht kriege, weil dann weiß ich auch nicht wie. Und dann haben wir uns nämlich schon überlevelt. Ah, Hulkhört. Also, jetzt kann ich das nehmen. Neun Times. Was heißt das denn jetzt? Haben wir jetzt genommen? Ah! Ich kann achtmal nochmal irgendwas nehmen. Na, das passt ja. Es gibt ja nur 9 Stück insgesamt. Das passt ja wunderbar. Das ist ja dann egal. So, Level 30 bis 49. Also, das heißt, wir müssen jetzt Level 50 werden. Mal sehen, was wir da bekommen. Da bekommen wir Titanium. Komplettes Titanium-Set, ja, ist ja nicht schlecht. Auch alles Skill XP 5. Wir haben jetzt hier Skill XP 3, oder? Ja. Können wir aber noch nicht anziehen. Erstmal Autostats. Da fehlt uns verdammt viel STR. Ah, hier fehlt nur noch ein bisschen. Oh, was? So viel Dex? Okay, da haben wir noch einiges zu tun. Packen wir das erstmal zur Seite, auf die letzte Seite. Am besten nicht, dass ich das auf Versehen in NPC schmeiß. Da ist der Helm. Da sind die Boots. Für noch die Gloves. Die sind. Wo sind die? Da.
Rest packe ich mal alles in schmeiße ich mal in den NPC. Weg, 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 weg. Oh, wir sind schon bei 3 Mille. Sehr schön. Normalerweise. Ah, warte mal. Ja, normalerweise könnte ich ein bisschen Geld verdienen dadurch, wenn ich die kaputt mache. Wegen den Fourscore Crystals. Aber das ist jetzt ein bisschen egal. Gut, haben wir schon mal unser Skill-XP-Zeug. Sehr schön. Ich freue mich schon, wenn ich das anziehe. Dann habe ich wenigstens mehr Defense. Bin am Überlegen, ob ich einmal kurz einen Mob farmen soll für die nächsten Rüstungsteile, damit ich ein bisschen mehr Defense habe, weil so langsam haben die Viecher mir doch ein bisschen aufs Maul gehauen. Und ich brauche noch ordentlich viele Levels, bevor ich das Ding. Hier brauche ich schon mal 30 Decks, brauche ich. Und für die Suit brauche ich 30. Also 60 Stats Points brauche ich noch. Das sind über 10 Level, 11 Level insgesamt. Naja, ich guck mal. Nimm Bloody Ice. Das war der Blackhound, glaube ich, ne? Wir haben jetzt ein komplettes Set. Dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen besseres Set. Glows packe ich dann erstmal weg. Skill XP ist dann erstmal für egal. Ab diesem Level muss ich, glaube ich, sowieso am Dummy stehen, weil ich die nicht mehr ausgefüllt kriege durch die Quests. Wo ist er denn? Megahound. Oh, der Skill war zu schnell. Komm ich jetzt gar nicht mit klar. Leider haben diese Skills alle keinen. Oh, eh, das nervt mich ja am meisten, ne? Ja, oh, die Skills sind alle hier hinten. Boah, gibt mir aber auch gut aufs Maul, ey. Mistvieh. War schon wieder nichts dabei für uns, oder? Okay, die Kombos sind sehr ungewohnt, weil ich die Skills noch nicht so kenne. Die sind echt gut schnell auch. Oh, den komme ich meistens nicht. Welcher ist das hier? Der Moon Rising. Okay. Wir haben eine Suit. Oh, Boots. Sehr schön. Oh, du nervst mich jetzt, du Scheißpanau. Komm mal her. Oh, jetzt kommen beide mit. Leckt mich. Bloß da hinten jetzt.
So, sehr schön. Helm, jetzt fehlen uns eigentlich nur noch die Gloves. Dann haben wir ein komplettes Set wieder zusammen. Und sollte das das Ende sein, erstmal vom Set gefahren. Ne? Okay, MP-Bug. Ah ne, das war eine Plate, ne? Ja. Ist wieder eine Plate? Ach komm. Auf die andere Seite, wird so langsam wird's mir zu voll da mit den Items. Wieso? Guis. Nein, das war Guis sind Boots. Gauntlets heißen die ja hier. Aha. Und du blöder Pantherhorn-Zombie, bist schon wieder da. Komm schon, komm schon. Gauntlets! Prepare for adventure. Ja, ja, ja. Sehr schön, haben wir das Set. Komplett. Achso, wollte schon sagen. Ist das ein neues Kostüm? Aber da stehen zwei Leute ineinander. Ja, weg damit. Ich habe jetzt Gloves. Auch wenn das jetzt 4 Skill XP sind, das ist mir jetzt egal. Gut. Wir sollen zu Mr. Heil. Ich werde mal, testen, wie hier ist mit der. Oh, das geht gut. Der Combo geht aber gut hier. Ah, doch nicht. Hab mich zu früh gefreut. Mal versuchen. Ah, ging. Ah, ging schon wieder. Oh mein Gott! Oh, jetzt geht's nicht. Da habe ich jetzt verkackt. Attack mal bitte kurz. Ah, irgendwas hat mich hier gestochen, ey. So.
Fettsepp wird sicherlich nicht gehen. Mal gucken. Naja, das geht nicht. Fatestep ist, glaube ich, immer noch zu schnell, der Skill. Jetzt habe ich gar nichts gedrückt, die Kombo sind wir ausgegangen. Auch nicht schlecht. Nesse Chaos Fighter Belt. Ah, okay. Ah, die haben unterschiedliche Farben. Plus 5 ist noch blau. Dann kommt grün. Aha. Ah, ich freue mich schon, wenn ich Level 50 bin. Ich gucke mir das Ganze mal an, was man dafür braucht. Also auf jeden Fall Staying Clones. Naja, kann man die Bells kaputt machen und die geben irgendwelche Steine raus. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Das heißt, ohne Ende Staying Clones auf jeden Fall. Na gut, zum Glück kostet das nur einen Staying Clone. Aber trotzdem. Da hört er auch mit Auto-Attack. Komm, mach. Ah, Scheißdreck, ich habe 4 solche miesen Punkte auf dem Arm. Riesendinger, ja. Oh, da ist ein 5. Oh, irgendwas hat wieder gestochen. Mistvieh, ich jage ich heute Abend. Schon wieder Mückenzeit hier. Gleich 5 Mal gestochen, auch nicht schlecht, ja. Oh, der hat eine gute Range. Gesehen. Kann ich das Ding jetzt anklicken? Ja. Oh, nicht schlecht. Ah, der sticht nach vorne durch, okay. Wie lange hält denn das dann? 2 Sekunden. Ja, wahrscheinlich wird er noch erhöht, wenn man den Skill höher plus. Aber ich bin da noch ein bisschen vorsichtig mit den Plussen. Bis jetzt gefallen mir alle Skills. Oh, immer noch, wahrscheinlich die Baba Yagas gewesen. Hätte ich die nur alle killen müssen. Hier ist es der Bagayaga und der Mega Hound auf jeden Fall. Oder Hound Zombie. Achso, jetzt taucht der nächste Bagayaga auf. Oh,
sobald wir 28 Skillpunkte haben, können wir ja den nächsten Skill mal holen. Dann muss ich mich von einem Skill auf jeden Fall schon mal verabschieden. Wird dann wohl einer der ersten Skills sein. Wieder so ein Standbild. Sehen ist der da hinten am Arsch der Welt. Oh ja, jetzt haben wir nur noch General Quest. Die anderen sind im Bloody Ice. Cave of Chaos, da werde ich glaube ich nicht reingehen. Ich glaube eher, ich verkaufe das Entry. Ich gucke gerade mal, welches Entry das teuerste ist. Dann haben wir ein bisschen als. Level 1 kostet 250k. 210. 188. Oh. Sieht so aus, als ob ich die Level 1er Chaos Arena Schlüssel nehme. Gibt am meisten als. Ja. Thanks. Chaos Arena Level 1. Danke. Ah, oh, passt ja. So, dann noch eine Quest hier. A Bad Memory. Greenest Pair. Sehr schön, Level 32 sind wir schon mal. Ja, heute Nacht schäme ich mich auf jeden Fall am Dummy. Ich will, wenn ich 40 bin, gerne den nächsten Skillrang haben. Kann ich ja kaum abwarten. Dass die plus 7 dann mit 1b gehandelt werden. Fällt mir ja gar nicht, ja. Das heißt, man kann das so ein Ding doch bis plus 15 machen, oder? Wenn das jetzt schon plus 7 so hoch teuer, arschteuer ist, ja gut, ist gerade mal am Anfang, aber trotzdem, dann muss die Success ja auch wieder voll für den Arsch sein. Wo soll ich hin? Nö. Nee. Da. Sterb zu schnell.
Archer alleine. Klar, das hier ist der Wizard. So. Mosas Bracelets, das ist sicherlich das grüne Bracelet, was man von den Skeletten-Mages sammeln soll. Den kann ich mich noch erinnern. Das Ding hat mich auch so oft gequält. Ah, ich wusste es. Weil es einfach nie gedroppt ist. Da habe ich schlechte Erinnerungen an das Bracelet. Lohnt hier eigentlich gar nicht. Ah, da können wir mal Bärmann machen, oder? Ist das auch so ein Elementarspieler? Weil der rechte leuchtet blau, der linke, ja, von der Sicht jetzt gesehen rot. Also Feuer und Eis. Ach ja, das Bracelet. Da ist es. Oh. Mich irgendwie, der Archer hat das doch auch. Aber nur, ich glaube, das leuchtet bei ihm grün, wenn der... obwohl, das wird ja gar nicht mehr angezeigt, oder? Oder wird das noch angezeigt? Weil der ist ja jetzt auch ein Passive-Skill. Dieser komische Bogen. Ich weiß es nicht. Müsste man mal auf den Archer drauf achten, wenn ich ihn sehe. Na, hier zum Beispiel. Nö, der leuchtet nicht. Okay, der ist jetzt 47 wahrscheinlich. Gibt es einen Skill, der später. Und der Care of Chaos ist verkauft. Sehr schön. Der Archer. Oder auch nicht. Diesmal war es der Archer nicht. Obwohl, vielleicht hätte ich den NPC danach schon anklicken können. Das könnte auch sein. Das funktioniert ja auch ziemlich oft. So, haben wir hier noch zwei Quests, die beende ich dann noch. Achso, Instructor. Spamton. Thank you.
Er ist auf jeden Fall sehr schön schnell bis jetzt, der Gladiator. Das gefällt mir. Na gut, es sind ja auch noch die kleinen Skills. War sehr gespannt auf die großen. Also, was ich damals gesehen habe von Wormir, das sah übel aus. Hat er ja auch seine Waffen da hin und her geschmissen. Mal gucken, was das für ein Skill ist, den wir halt kriegen mit 28 Skillpunkten. Weil das Bild sieht halt so ähnlich aus. Also es sieht halt so ähnlich aus, als ob er die Waffe halt wegwerfen würde. Es gibt schon 100k als, auch nicht schlecht. So, haben wir wieder zwei Level erreicht. 34 jetzt. Ich verabschiede mich erstmal von hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Part als wieder. Bis dahin. Ciao.